Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Zelda Oracle of Season, bla 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 Baum. Mit Gast. Hi. Mit Gast heute mal wieder dabei. Ich habe mir die Freiheit genommen, habe ein bisschen Geld gesammelt. Ein bisschen viel. Das war in einer Viertelstunde hatte ich das. Das geht sau schnell. Muss noch ein bisschen buddeln. So, cool. Jetzt kaufen wir hier mal ein bisschen. Kaufen wir hier mal ein. 300. Ey, ich könnte kotzen. Vielleicht ist das der Samen des Glücks. 500. Was? Tja, so schnell geht deine Farmtechnik dahin. Tja, so schnell geht's das Geld weg. Das ist unfassbar, ne? Und jetzt hat er noch Kisten. Was ist das schon? Uns sind die Waren ausgegangen. Da haben wir uns nach einer neuen Einnahmequelle umgesehen. Eine der zwei Truhen enthält einen Schatz. Ja, komm. Okay, dann versuchen wir mal unser Glück. Und wir kriegen... Haben Sie Glück? Wählen Sie Ihre Truhe. Diesmal wird es schwieriger. Haben Sie Glück? Wählen Sie Ihre Truhe. Oh Mann. Diesmal wird es schwieriger. Glückwunsch, okay, alles oder nichts. Schaffen Sie es erneut, erhalten Sie ein tolles Geschenk. Okay. Jetzt pass auf. Wählen Sie Ihre Truhe. Diesmal wird es schwieriger. Oh, wie billig, ey. Der billige oh, nee, Trick. Ey. Ich wollte zuerst links machen, aber dann ist es im Hintergedanke. Ja. Na egal. Da kriegt man nur, da kriegt man vielleicht 100 Rubin oder so. Was soll ich denn damit? So, warte mal, jetzt muss ich mal gucken. Wir haben ein Megafon. Das brauchen wir noch. So, als erstes gehen wir hier wieder hin. Erstmal mit Special Effects. So, wir haben in der letzten Folge den... Okay, ich weiß nicht mehr. Das ist jetzt schon, ich glaube, 4 Stunden her, die Aufnahme. Ich weiß es nicht mehr so genau. Kurzzeitgedächtnis. Ich glaube, den Frühling haben wir geholt. Oder war das... Ach, scheißegal. Wir haben auf jeden Fall den Frühling jetzt. Und gehen jetzt wieder zu dem Bären, der die Bananen will. Er will Bananen Bär? Essen. Ja. Warum kein Affe? Weil ein Bär. Weil er im Bär ist. Er ist ein Hubschraubbär. Okay, jetzt sag ich nicht. So. Mir tut schon langsam der Finger von dem fucking Klicken weh. Ne, warte mal, ich mir hier nutzen. So, 3 Jahreszeiten haben wir. Eine fehlt noch. Herze, holen wir noch. Winter brauchen wir nicht. Sommer. In the summer. In the summer. Ey, sowas will ich auch haben. Wobei, ich will jetzt noch was anderes gucken. Würdest du auch gerne so einen Stab haben? Ja, wäre schon nicht schlecht, ne? Aber überleg, wenn den jeder hätte, dann wird's... Ja, so wie hier ein Chaos geben. Nur du selber. Das wäre mega, mega geil, wäre das. Aber dann nochmal einen richtigen Winter machen und nicht nur so... Ah, das ist eine Feenquelle, toll. Wo soll ich das wissen? So, Frühling. Das, was wir eigentlich wollten... Benutzt die Scheiße hier, kann ja nicht wahr sein. So, ich habe jetzt irgendwie Bock, das Spiel fertig aufzunehmen. Das ist noch zu viel. Boah, das ist eklig. Ekliges Huhn. Button-Mashing. Bei mir ist es Lag. Oh. Lagging. Button-Mashing muss ich. Alter. Heilige Scheiße, geht das in den Arm. Auf der Tastatur. Da außen die Bananen. Erinnert mich irgendwie ein bisschen an Moorhuhn. Ohne ein bisschen. Get jump, Link, jump. Mega schwer, ne? Du erhältst Frühlingsbananen. Banane. So, jetzt gehen wir da noch rein. Oh, ich dachte, das reicht. Tot. Nee, nee. Nein. Gott sei Dank nicht. Ring, ring, ring. Dann wäre das Spiel ja viel zu fies. Bist schon tot. Okay, die Fledermäuse waren im Weg. Fail. Ring, ring. Ich finde, das sieht immer noch geil aus, also auch wenn die Animation schon so weit ist. La 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 la. Das ist der Schnellweg. Ja.
springst ja, auch komm, einfach hätte ich jetzt mega wenig Leben, hätte ich es nicht gemacht. Bomben habe ich voll. Ja, hier frisst du ein Stück Scheiße. Ja, friss einfach, halt die Klappe, Benny, ja, schön für dich, los geht's. So, er kann hier fliegen. Und wenn man länger gedrückt, macht er eine Arschbombe mit seinem fucking Hintern. Ich mag Benny irgendwie. Das ist auf jeden Fall besser als Ricky. Ricky ist eher den, den ich überhaupt nicht mag. Das ist irgendwie total doof. Was waren seine Eltern denn? Eine Ente und Bär? Ich weiß es nicht. Man will es, glaube ich, gar nicht wissen. Ja, wissen wir doch schon. Ich drücke mehrmals A. Ein Schlüssel. Ja, ohne den kommen wir doch nicht hin. Der Drachenschlüssel. So, dann gibt's jetzt schon gleich einen fetten Tempel. Und dann kriegen wir ein tolles Item. Ich dachte, jetzt kommt die Hexe, war ja kein Gegner. Spoiler Alert. Wieso? Nee, Spoiler tue ich nicht, das wäre doof. Dann wird das ganze Spiel versaut. Den brauche ich jetzt eigentlich gar nicht mehr, den Bär. Das war der Einsatz des Bäres im Spiel. Was war das? So, kannst du es bis entlassen. Da haben sich die Programmierer aber sehr viel einfallen lassen. Nee, das Spiel ist abhängig davon. Du guckst doch das LP. Ja, es waren. Das war doch das mit den zwei verschiedenen, ne? Drei verschiedene sind es. Ja. Drei. Ja. Hätte ich jetzt sehen gehabt, dann wären überall massenweise Löcher bei. Wie hieß der? Dimitri hieß er, glaube ich. Oh, nee, nicht schon wieder mein Schild. Oh. Dein Schild wurde gefressen. Ja, jetzt können wir wieder ein neues Schild kaufen. Yeah, geil. Hast du auch gerade so viel Rubine noch? So. Benutzt er hier das Megafon. Jetzt gibt er uns einen schönen Pilz. Jetzt wow. Der hat mich irgendwie ein bisschen an Mario erinnert. Irgendwie schon. Hat auch nur Pilze. Und Ring. Das war bestimmt ein Easter Egg. Bestimmt. So. Bevor ich jetzt weggehe. Lässt du dir nochmal das Schwert. Na, das Schwert kann man ja nicht. Nee. Gott sei Dank. So, da komme ich noch nicht hin. Aber da ist jetzt der Tempel. Und zwar will ich hier noch tauchen. Da musst du erstmal drauf kommen. Weil auf der Karte glitzert's hier. Oh. Und wir haben uns halt die Schatzkarte gekauft. Es leuchtet. Da brauche ich gar nicht auf die Karte zu gucken. Ich weiß, wo die sind. Einen kriege ich erst, wenn ich dorthin muss. Und den anderen könnte ich jetzt auch schon holen. Also das mit den Schatzkarten erinnert mich auch ein bisschen an Wind Waker. Uah, Wind Waker war ja richtig eklig mit den Schatzkarten. Vor allen Dingen die ganzen Schatzkarten erstmal suchen. Boah, ich hatte aber im Endeffekt alles. Da gab es ja auch 1000 Schatzkarten. Ich glaube, für die ganzen Tingle-Statuen und so gab es auch eine. Nee, für die Tingle-Statuen gab es keine. Da musstest du mit deinem Gameboy musstest du das irgendwie verbinden. Dann hast du die im Dungeon gefunden. So, jetzt muss ich mir ein Schild kaufen. Ich weiß nicht, ob ich einen Tempel brauche. Das ist schon zu lange her. Wir haben den Pilz. Dann müssen wir sowieso in die Stadt. Okay, dann machen wir wieder eine Reise. Ja, und dieses Spiel halt auf 100% und durchzuspielen, Wind Waker jetzt, das ist ein bisschen... Das dauert. Oh, wie viel Spielzeit. Oh, Oh, der hat nur Scheiße verloren. Meins. Brauche ich eh nicht. Fingerstaubsauger. Ja, das war vorher auf dem Besen. Der wird schlauer. Aber was haben wir hier denn? Faktoring grün. Gefundenes Erz verdoppelt sich. I like. Als ob du nicht schon genug Rubine kriegst. Subrosiering. Metamorphose zum Subrosianer. Nee, Erz ist ja was anderes. So, den will ich aber haben. Liste. Mach hier den Scheißdreck weg. Wo ist denn der? Freaky spielt Dungeon Defenders. Alter, warum spielen die alle Dungeon Defenders? Ja, ich will auch mal kaufen. Klingt cool, irgendwie, wenn sie alle spielen. So, hier haben wir auch noch nicht. Hier ist ein alter Sack. Tschüss, alter Sack. Hallo Gandalf. Gandalf. So, ich muss zum Shop. Warum ich die Karte aufmache? Keine Ahnung. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Ja, gib Tschüss. Alter, noch ist das Schild ja billig, ne? Wenn ich hier erstmal das Level 2 Schild hab, kostet es glaube ich 70 Rubine.
Und das die nicht alle. Level 3 kriegst du halt nur per Geheimniscode. Das kostet, glaube ich, 100 oder 130. Das ist schweineteuer, ey. Ja, vor allen Dingen, wenn es immer gefressen wird. Ja, später hast du aber ein stärkeres Schwert, dann werden die nicht mehr gefressen. Du hast das Ding zweimal, dann ist das hinüber. Und das Eklige ist, ich bin an der Hand gestorben worden, genau am Handgelenk. Oh. So, wo müssen wir denn jetzt hin? Wieder zurück. Bäh. Gott sei Dank. Ach ja, genau. So. Schulde ist wieder da. So, hier machen wir mal Winter. Ja, da gehen wir nämlich jetzt hin. Ach, warum schwimme ich eigentlich nicht so runter? Ach, ich muss noch ein kleines Easter Egg zeigen. Na, was ist Easter Egg? Eher so ein Hololololol, WTF, Barbecue und so. Barbecue? Die hat einen Penis als Nase. Ich bin Martha. Nee, ich würde Martha ja zum Wehrmeer schicken, um Pilze zu sammeln. Doch die kommt einfach nicht zurück. So kann ich keine Magieflaschen auffüllen. Oh, welch Otter. Du hast einen Pilz. Ich gebe dir diesen Holzvogel dafür. Wie wär's? Ein Holzvogel. So, jetzt können wir hier bei der alten... Können wir hier, ja, kaufen für Schweinegeld. Den Holzvogel bringen wir jetzt in die Stadt. Jetzt... Alter, wir kommen als ich zum vierten Tempel. Oh, Winter, nehme ich mit. So, und zwar hierhin. Weil er will nämlich auf seine Uhr irgend so einen blöden Vogel machen. Ja, schön, hier hast du einen Holzvogel. Ja, nimm ihn, tschüss. Jetzt haben wir Schmierfett. Was auch hier zu beachten ist, das ist per Geheimniscode kriegt man das Schwert Level 3. Hier. Irgendwo. Da. Dann steht da unten einer und der sagt dann, hier, gib mir Code und dann kommt hier eine Prüfung. Muss echt einen Haufen Gegner killen. So. Jetzt haben wir Schmierfett. Jetzt gehen wir zur Windmühle. Da waren wir nicht auch schon. Dann sind wir schon mit dem... Lol, das sind wir mit... Oh, das ist das letzte Tauschitem. Dann sind wir da schon fertig mit. Für was ist das? Ja, auf jeden Fall. Da kann ich hier endlich mal... Ne, hier bin ich falsch. Ich muss nach links. Kannst du die Story weiter verfolgen, richtig? Ja. Na, die Tauschitem, das muss ich eigentlich jetzt absolut... Ja. Muss ich nichts mehr machen. Das brauchst du nur, um einen Trick, so einen Hinweis zu kriegen. So, jetzt habe ich ein Grammophon. Guck mal. Sieh mal, das ist wie ein Plattenspieler. Und ja, er zieht sich so ein neues Grammophon irgendwo raus. Okay. Irgendwo. Weg. So, jetzt gehen wir hier nochmal Pegasus-Kerne holen. Hier. Warum sind die nicht da? Sind jetzt wieder da so. Lol. Okay, ich hinterfrag's nicht. Hierhin. Zum Start. So. Ist das hier jetzt auch? Lols. Ein bisschen, es ist ja kein Bug, ne? Nee. Keine Ahnung warum, aber scheißegal. So, erinnert ihr euch noch an das Haus? Es war leer. Da ist jetzt der Moblin drin. Das Lustige ist, was man hier machen kann, ist das hier. Bam, 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 bam. Für das Haus in die Pixel zerlegt. Cool. So, aber ihr müsst da aufpassen. Wenn ihr das öfters macht, ich glaube zweimal oder dreimal kann man es machen, ab dann erwischt er euch und dann schmeißt er euch zu hinten an die Wand und ihr stirbt, auch wenn ihr eine Magieflasche habt. Nur so als kleiner Tipp. Okay. Herzteil. Ein Ring. Wobei ich könnte ja eigentlich. Denn wann wachsen Ringe in der Nuss? Franken, stell niemals die Logik eines Spiels in Frage. Nee, vor allem beim Zelda-Spiel nicht. Nee, vor allem beim Blizzard nicht.
Ich stecke einfach meinen ganzen Wolf in den Rucksack. Okay, ich schwimme hier jetzt durch. In der nächsten Folge sehen wir uns da drüben. Ich habe gar nicht auf die Zeit geachtet. Bis zum nächsten Part. Oh, ciao. Tschüss.